Der Einsatztank liegt bei 11 Litern. Nein, ich bin der Tanner. Ich mache seit einem Jahr meine Ausbildung bei den Ingenieuren in Köln. Gerade in unserem Beruf ist das Gefahrenpotenzial so groß. Und deswegen sollte man sich auf die Kollegen und Kollegen verlassen können, was ich aber auch kann. Und deswegen denke ich, dass Rassismus bei uns keine Chance hat. Der Einsatztank liegt bei 11 Litern. Jupp, danke. Hi, ich bediene mit dem Tana die Anlage. Die Zusammenarbeit macht mit ihm sehr viel Spaß. Generell das Arbeiten hier mit den unterschiedlichen Kulturen, mit den unterschiedlichen Nationen ist sehr, sehr spannend und macht tierisch viel Spaß. Ja, ich und mein Zwillingsbruder haben hier zusammen die Ausbildung begonnen. Seitdem hatten wir eigentlich keine Schwierigkeiten, bis auf, dass wir immer verwechselt worden sind. Aber ich schätze man sich sehr, man geht kollegial miteinander um. Wir sind nicht nur Kollegen hier, wir sind auch Freunde hier, unternehmen viel in der Freizeit was, gehen Fußball spielen, zusammen was essen. Hallo, Michel mein Name, ich bin Azubi bei der Ineos Köln und ich muss sagen, während meiner Ausbildung bin ich verschiedene Stationen hier im Standort durchlaufen und habe bisher keine Probleme mit Rassismus, mit meinen Mitarbeitern und auch mit meinen Vorgesetzten gehabt. Zum Thema Rassismus allgemein bei den Neos kann ich nur sagen, dass es kein großes Thema hier ist, da bei uns null Toleranz gegenüber Rassismus herrscht. Rassismus hat mich jetzt noch nicht so beschäftigt, aber man merkt es auch im Werk, da achtet man auch gar nicht drauf, wer von welchem Land kommt. Da, wenn man jetzt Hilfe braucht, da klemmt was, man braucht zwei Leute zum Tragen zum Beispiel, dann ist es auch egal, ob es ein Ausländer ist oder ein Deutscher oder ein anderes, farbiger, ist eigentlich relativ egal. Ja, ich mach's doch. Ja, sieh mal, geht's auch. Nehmen. Hammer. Euer Vater. Und ja, ein super Bericht. Sehr geil. Rassismus.